Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die lobenden Worte. Lobende Worte an euch natürlich, Anne und Juliane, aber auch an uns, die Genossenschaft. Wir haben ja die Kooperative Großstadt gegründet, damals auch größtenteils von Architektinnen, um Themen des Wohnungsbaus vorwärts zu bringen. In der Diskussion, aber vor allen Dingen auch in der praktischen Umsetzung als Bauherr. Sanremo ist das erste bezogene Haus der Genossenschaft. Weitere Projekte sind in Bearbeitung und wir hoffen. Ja, das ist auch gut. Das finde ich auch gut. Und wir hoffen, dass das noch lange so weitergeht. An Veränderungswillen und Tatkraft soll es nicht scheitern. Sanremo als forschendes Vorhaben ist das Werk von vielen und Anne, Juliane, ihr habt natürlich eine zentrale Rolle in dieser Zusammenarbeit. Und vielen Dank. Vielen Dank. Dank natürlich auch an die Fachplaner, an die Bauleitung, die dieses Projekt, dieses Experiment nicht nur mitgetragen haben, sondern am Ende auch zum Stehen gebracht haben. Wir danken auch den ausführenden Firmen, die verlässliche Partner waren und das aber auch in einer Phase der erhitzten Baukonjunktur. Und man muss sagen, dass alle zusammen, das ganze Team, konstant und konstruktiv daran gearbeitet haben, dass wir in einem Kostenrahmen bleiben, in einem engen Kostenrahmen bleiben, geförderter Wohnungsbau. Man kann also sagen, ein Experiment muss nicht teuer sein. Wir werden oft damit konfrontiert, aber es muss eben nicht so sein. Ein Dank an die befreundeten Nachbargenossenschaften, an die Wogenau und die Wagnis. Wir haben zusammen die Grundstücke übernommen. Sie haben uns von Anfang an unterstützt in einer Kollegialität, haben uns teilhaben lassen an ihrem Wissen und ihrer Erfahrung. Das war von Anfang an besonders und das hat uns natürlich sehr weit getragen. Wir danken auch der Landeshauptstadt München. Ohne die Grundstückspolitik und die Unterstützung von Genossenschaften, die sie seit Jahren betreibt, wäre für eine junge Genossenschaft ein Projekt in diesem Rahmen nicht möglich gewesen. Wir danken auch für viele Gespräche mit der Stadtplanung, mit der Genehmigungsbehörde. Besonders für die Südfassade, für dreieckige Fenster und wie nehmen wir das aus heutiger Sicht? Wahrscheinlich eher sportlich, versöhnlich. Ja, ich möchte früher eigentlich noch ansetzen bei den Gründungsmitgliedern. Wir haben zusammen ein Wirtschaftsunternehmen gegründet, aus einem Frust heraus, dass der Münchner Wohnungsbau an vielen Stellen ideenlos bleibt für eine andere Programmatik, für Solidarität, für Austausch, für offene Prozesse. Und heute tragen fast 700 Mitglieder diese Ideen und dieses Unternehmen mit. Liebe Sanremos, liebe Bewohner, ihr sitzt gerade in der Halle in der Messestadt und hört der Preisverleihung zu und ich glaube, das sagt schon sehr viel über unsere gemeinsame Zusammenarbeit in den letzten 5 Jahren. Ihr habt das Projekt von Anfang an mitgetragen, trotz unserer fehlenden Erfahrung, trotz einer großen programmatischen, ich sage jetzt mal Ambition, vielleicht war das Haus auch ein bisschen überladen an manchen Stellen, was die Programmatik betrifft. Aber ich habe das inhaltlich mitgetragen und mit euren Anteilen an der Genossenschaft eben auch das finanzielle Risiko zu einem großen Teil übernommen. Heute ist Sektlaune, was aber nicht heißt, dass es keine Konflikte gab, dass es keinen Frust gab und keine Enttäuschung. Es ist eben keine Boulabü-Geschichte, auch wenn genossenschaftliches Wohnen und Bauen oft als ein Wohlfühlthema dargestellt wird. Aber es gibt ein Happy End. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, euch allen.
Ich würde gerne, ganz gerne noch im Rahmen unserer Genossenschaft die Gelegenheit dieser Preisverleihung auch nutzen, ein paar Forderungen in den Raum zu stellen. Nicht, weil wir denken, dass wir hier alles so super toll machen oder weil wir so genau Bescheid wissen, das ganz bestimmt nicht. Aber wir haben mit der Gründung der Genossenschaft gelernt, dass all die verbundenen Anstrengungen und Mühen nur dann wert sind, wenn wir den widrigen Umständen mit den höchsten Zielen und Ambitionen begegnen. Wir fordern uns selbst auf, uns als Genossenschaft, in Zukunft noch viel nachhaltiger als zu bauen, als wir es in San Remo gemacht haben. Also zum Beispiel dort, wo es geht, auf Beton zu verzichten. Oder auf dem bereits in San Remo begonnenen Pfad der hohen Flächeneffizienz und vor allem auf dem Pfad, an dem sich die NutzerInnen anpassenden Flächen intensiv weiterzuverfolgen. Wir fordern uns alle als Wohnende dazu auf, von dem hohen Ross, wir müssen alles besitzen, herunterzukommen. Wir laden alle gerne dazu ein, ganz herzlich, sich bei uns und auch bei den vielen anderen Genossenschaften die Freude am Teilen und an Gemeinschaft anzusehen. Wir fordern die öffentliche Hand auf, ihre Förderkriterien für Wohnraum, um wichtige Flexibilisierungsaspekte und kollektive Räume zu erweitern und die Abgeschlossenheit der Wohnung nicht mehr so fest zu zementieren. Denn wenn wir hier ganz ehrlich sprechen, ein Experiment wie das Nukleuswohnen, das hier so hoch gelobt wird in San Remo, ist nach wie vor illegal. Wir fordern uns Architektinnen, uns praktizierenden Architektinnen, dazu gehöre ich auch, und stellvertretend dafür auch gerne die praktizierenden und bauenden Architektinnen innerhalb der Jury des DAM-Preises dazu auf, auszusteigen aus zweifelhaften Bauaufgaben und Auftragsverhältnissen, den gern gepflegten und berühmten Opportunismus unseres Berufsstandes sukzessive einzutauschen gegen eine unbequeme, aber verantwortungsvolle Berufsethik und sich damit nicht weiter vor den Karren einer Wohnimmobilienindustrie spannen zu lassen, die in den letzten Jahrzehnten deutlich mehr Schaden als Nutzen angerichtet hat. Und liebes Damm, lieber Herr Schmal, liebe Frau Gräbe, Herr Förster, alle zusammen, wenn wir alle gemeinsam und getragen von Optimismus und Freude den notwendigen ökologischen, gesellschaftlichen und sozialen Wandel anstreben wollen, dann kann es in den nächsten Jahren, solange wir das Problem haben und bis wir es nicht gemeinsam gelöst haben, keine unkritischen Ausstellungen und Prämierungen der schönsten oder besten Einfamilienhäuser im Damm mehr geben. Und ohne hier in die inhaltliche Freiheit Ihres Museums oder anderer Ausstellungen eingreifen zu wollen. Aber es wäre doch ein deutliches Signal, wenn Sie als sichtbares Zeichen, dass es Ihnen als Institution auch ernst ist mit dem notwendigen Wandel, die Zusammenarbeit mit einem Münchner Verlagshaus im Zusammenhang mit dem auch für dieses Jahr ausgelobten Format Häuser des Jahres beenden würden. Die schönsten Einfamilienhäuser sind nämlich die, die nicht mehr geplant und nicht mehr gebaut und nicht mehr ausgestellt werden. Und bezogen auf die, die es schon gibt, genau diejenigen, die zukünftig kollektiv, nachhaltig und generationenübergreifend bewohnt werden. Und genau dafür, für das Kollektive, das Sparsame und das Angemessene, sind viele Wohnungsbaugenossenschaften in diesem Land, wenn nicht sogar hier in ganz Europa, mit die wichtigsten Akteure und Zeugen. Und einen Dank habe ich noch ganz zum Schluss. Haben wir alle ganz zum Schluss? Vielen Dank, liebe Jury, dass Sie es auf der Zielgeraden dieses Preises doch noch vermieden haben, ein Gebäude für einen Medienkonzern auszuzeichnen, in dem Hetze, Menschenverachtung, Zynismus, latenter und offener Rassismus wie auch Wissenschaftsfeindlichkeit sprichwörtlich am laufenden Band produziert werden. Für genau die gegenteiligen Werte sind wir als Genossenschaft vor nun gut 6 Jahren in München angetreten. Daher freut uns diese Auszeichnung und Anerkennung für die Architektinnen, für unser Haus, hallo San Remo, umso mehr. Und wir stellen uns gerne in diesem Zusammenhang, aber auch wirklich nur in diesem Zusammenhang, das Kompetitive über das Kooperative. Herzlichen Dank.
Genau. Wir als Architektinnen zusammen mit unseren Partnern Peter Krack und Florian Summer möchten uns natürlich auch sehr beim DAM und der Jury bedanken, die dann mit großem Aufwand sehr viele Jurymitglieder vor Ort schafft und dann natürlich dafür sorgt, dass die Projekte auch im realen Leben besichtigt werden können und dort auch die Bewohnerschaft erleben konnten. Wir bedanken uns natürlich sehr bei der Bauherrschaft und möchten vielleicht nochmal den offenen Wettbewerb betonen, der es uns eben am Anfang ermöglicht hatte, dieses Projekt auch zu realisieren. Das gibt es in der deutschen Kultur vielleicht nicht sehr oft, diese Gelegenheit, an einem Programm mitzuarbeiten, wenn man eben nicht schon 10 Wohnhäuser im Portfolio hat. Und in dieser Realisierung habt ihr uns auch vollstes Vertrauen gegeben, auch formale Aspekte gemeinschaftlich im Team vor der Stadt durchzufechten und auch vor einem sehr knappen Bauvolumen zu realisieren. Das Wichtigste war uns immer, gestalterische Prioritäten setzen zu können und in allen Entscheidungen, wofür wird Geld ausgegeben, zum Beispiel für eine doppelte Fassadenschicht, wo wird Geld eingespart an anderer Stelle, vielleicht bei einer Reduktion des Dachgartens oder Sparmaßnahmen in den Oberflächen und Materialitäten. Wir hatten sozusagen vollstes Mitspracherecht und wurden von euch an dieser Stelle zu jeder Zeit unterstützt. Genau, und insbesondere wollen wir uns auch nochmal bei den Bewohnern von Sanremo bedanken für ihre Offenheit und ihr Vertrauen. Und die haben ja bei unserem Projekt auch eine ganz besondere Rolle gespielt. Und heute hier in Frankfurt erinnern wir uns auch daran zurück, dass bei einem der ersten Treffen mit den Bewohnern, bei dem wir ihnen den Entwurf erläutert haben, haben wir ein Bild der Frankfurter Küche gezeigt, als Referenz dafür, was wir eigentlich genau nicht machen wollen. Denn was vor 100 Jahren natürlich ein Meilenstein im Wohnungsbau war, und die Zukunft des Wohnens bedeuten würde, ist aus heutiger Perspektive, entspricht überhaupt nicht mehr den Vorstellungen, die viele Leute vom Wohnen haben und steht für eine Architektur, die eigentlich ein sehr beschränktes Bild vom Wohnen dem Nutzer vorschreibt. Und mit Sanremo wollten wir eigentlich genau das Gegenteil machen, also ein Haus, was offen ist, was inklusiv ist, was auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen benutzt und bewohnt werden kann. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, ob es die nächste Generation Bewohner, ob die es auch immer noch genauso gerne bewohnt wie die heute. Es ist auch dieses nach wie vor gebaute Experiment, was uns über die Realisationszeit auch immer motiviert und zu so einer Hartnäckigkeit getrieben hat, das vor Ort so umzusetzen. Ja, danke.